P wie Pandemie. Der Begriff der Pandemie bezeichnet eine weltweit auftretende Infektionskrankheit. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet das ganze Volk oder als Adjektiv im ganzen Volk verbreitet. Im Gegensatz dazu tritt eine Epidemie regional begrenzt auf. Bis 2009 definierte die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Pandemie so. Eine Grippepandemie tritt auf, wenn ein neues Influenzavirus auftritt, gegen das die menschliche Bevölkerung keine Immunität besitzt, was weltweit zu mehreren gleichzeitigen Epidemien mit enormen Todes- und Krankheitszahlen führt. Im April 2009 strich die WHO die Voraussetzung einer enormen Anzahl von Toten. Dadurch wurde die Ausrufung einer Pandemie zum rein politischen Akt. Denn fast jedes Jahr gibt es einen neuen Grippeerreger, der es schafft, sich über weite Teile der Erde auszubreiten. Sehr bald nach der Änderung, im Juni 2009, rief die WHO die Schweinegrippe-Pandemie aus. Das resultierte in riesigen Käufen von Impfstoffen und Medikamenten durch die Regierungen, die später vernichtet werden mussten, weil sich die Pandemie als recht harmlos herausstellte. Am 30. Januar 2020 rief die WHO nach Artikel 12 der internationalen Gesundheitsvorschriften die Covid-19-Pandemie zur gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite aus. Damals gab es erst wenige Covid-Fälle und außerhalb Chinas noch keinen einzigen Menschen, der an Corona verstorben war. Am 11. März 2020 erklärte die WHO Covid-19 zur Pandemie. Noch im gleichen Monat beschloss der Bundestag die Ausrufung einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite. Ein Begriff, den es bis dahin nicht gegeben hatte. Sie ist Rechtsgrundlage für Länderverordnungen zu konkreten Krisenmaßnahmen wie Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Zugangsbeschränkungen zu öffentlichen Einrichtungen und Lockdowns. Sie wurde seit März 2020 in 3-Monats-Abständen laufend ohne Unterbrechung verlängert. Eine Legaldefinition oder Kriterien mit Schwellenwerten, wann eine solche gesundheitliche Notlage von nationaler Tragweite besteht oder fortbesteht, gibt es im Gesetz nicht. Regierung und Parlament haben hier weitgehend freie Hand. Zum 25. November 2021 beendete der Bundestag die epidemische Notlage von nationaler Tragweite, was aber wenig änderte, weil die meisten der damit begründeten und inzwischen eingeübten drastischen Grundrechtsbeschränkungen per Infektionsschutzgesetz bis 19. März 2022 fortgeführt werden konnten. Und auch wurden.